Hallo, grüße dich. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing Consulting. In diesem Video möchte ich mal gerne weitermachen beim Thema SQO, also wie generiere ich als IT-Startup, egal was ich jetzt mache, meine Kunden sind in der Regel in der Softwareentwicklung, mehr oder weniger zu Hause, aber auch tangierend. Manchmal haben sie auch andere Businesses und noch Hosting, IT-Infrastruktur oder andere Sachen in ihrem Portfolio oder weitere Partner, ne? Kann ja auch manchmal sein. Und in diesem Video möchte ich ganz gerne mal Tacheles sprechen, also Klartext, wirklich Klartext, ja, weil ich letztendlich in den letzten, ich wollte schon sagen in letzter Zeit, aber eigentlich in den letzten Jahren, ein, zwei, vielleicht drei Jahre, auch vermehrt Startup-Anfragen bekommen habe von Startups, von kleineren Unternehmern, von sehr guten Freelancern, von Unternehmern, die, sag mal, bis zu 20, 30 Mitarbeiter haben und das halt häufig auch über YouTube. Und deswegen hier dieses Video an euch zurück, an die, die mich eben beobachten und sagen wir mal anonym mich beobachten beziehungsweise mich vielleicht schon kennen oder mich vielleicht auch mal demnächst mal anfragen. Und ich möchte hier einfach mal die Wahrheit sprechen. Die Wahrheit ist, dass wenn du, die Wahrheit ist, dass du weiter vorne du bist, auf der Leiter, auf der Karriereleiter eines Unternehmens. Sprich, du bist noch Freelancer, hast in deinem ganzen Leben noch nie direkt einen Kunden gewonnen, sondern immer nur über Personaldienstleister. Okay, bist noch ganz weit vorne. Du bist Freelancer, hast schon direkt Kunden gewonnen. Bist schon weiter vorne. Ja, du bist Freelancer, lebst von Personaldienstleistern, hast vielleicht sogar schon 8 oder 12 Mitarbeiter. Aber hast ausschließlich bis jetzt immer nur als Subunternehmer gearbeitet. Ja, bist du auch irgendwo ganz vorne noch, aber schon ein bisschen weiter, weil du hast schon mehr Mitarbeiter, aber eine sehr kleine Marge, weil du eben Subunternehmer bist. Also ich habe zum Beispiel schon Anfragen gehabt von Unternehmern, die hatten, glaube ich, 8, 10, 12 Entwickler, teilweise im Ausland, teilweise im Inland. Und die waren sogar Subunternehmer, also quasi haben einem Zulieferer einen Softwareentwickler zugeliefert, der wiederum einen größeren Softwareentwickler zugeliefert hat und der wiederum eine Tochtergesellschaft von einem großen Konzern. Ja? Und weil einfach teilweise wirklich Fachkräftemangel herrscht und dann hat man das einfach so wie so eine Nahrungskette. Ja? Und der mich dann angefragt hat, der hatte dann sozusagen noch einen Stundenlohn für seine Leute, sagen wir mal, von 65 Euro. Ne? Ich würde mal sagen, dass so in 20er Schritten das wahrscheinlich dann so, die nächste Stufe waren wahrscheinlich 85 Euro, dann die nächste Stufe 100 und 125 oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja. Bist du eventuell jemand, der schon direkt Kunden gewonnen hat und hat schon auch schon Mitarbeiter? Ja, bist du wieder ganz woanders. Also je nachdem, wo du eben gerade bist. Ja, hast du eine GmbH, hast du keine GmbH, beziehungsweise hast du einen Brand oder keinen Brand. Es gibt Unternehmer, sogar Solopreneure, die mich angefragt haben innerhalb der letzten 1, 2, 3 Jahre. Die hatten eine GmbH, aber waren alleine. Einfach ein Solo-Berater, SAP-Berater, der ein einziger Berater, hat eine GmbH, war aber alleine. Ja. Mit einem ungefähren Tagessatz, durchschnittlich, ich glaube, von 2.000 Euro. Oder du bist noch er hat aber letztendlich Personal Brand. Ja? Also er hat jetzt nicht wirklich, er hatte zwar eine GmbH, aber das war letztendlich nur als Kapitalsammelbecken irgendwo, ja, mal gegründet worden. Ja, mehr oder weniger, also insofern das eben ein Kapitalsammelbecken auch wirklich ist. Also normalerweise braucht man dann nochmal eine Holdingstruktur, also nochmal eine GmbH und dann vielleicht nochmal eine vermögensverwaltende GmbH und so weiter. Also eine einzelne GmbH weiß ich nicht, ja, ob sich das lohnt überhaupt. Ich bin jetzt kein GmbH-Experte, habe mich dabei schon einiges mal versucht, mich damit dann auseinanderzusetzen. Aber gut, es gibt einfach, und damit möchte ich nur sagen, und es gibt wahrscheinlich jetzt die ganzen Variationen, wo du dich noch als Startup bezeichnen könntest. Also selbst der Berater ist im so gesehen noch, der ein Solopreneur ist, eine GmbH hat vielleicht schon seit 10 Jahren, ist eigentlich noch ein Startup, ja, in dem Sinne. Ja. Also wenn er jetzt sagen würde, okay, ich will jetzt ein Unternehmen gründen, in dem Sinne, dass ich jetzt Leute einstelle oder sowas, ist er ja genauso ein Startup, obwohl er schon seit 10 oder vielleicht schon seit 20 Jahren
In dem Fall, der Typ war wirklich schon über 50, weit über 50 und hatte irgendwie seit 1992 begonnen, SAP-Berater zu sein. Das heißt, er hatte schon irgendwie 30 Jahre Berufserfahrung. Und wenn jetzt der gesagt hätte, okay, ich will jetzt kein Solopreneur werden, ich verdiene zwar gut, aber ich will irgendwie aus irgendwelchen Gründen halt eben, ich will jetzt mich sozusagen lösen von der Zeit für Geldkette, 2000 Euro pro Tagessatz sind zwar gut, aber wenn ich jetzt 5 Leute hätte, die auch 2000 Euro verdienen und ich an jedem 20% verdiene, wäre das noch besser. Dann wahrscheinlich sogar mehr wie 20%, 50 vielleicht. Dann, oder was auch immer, ja, auf jeden Fall, welche Gründe auch immer, das ist nicht das Thema des Videos, aber es geht eben darum, wenn in dem Moment, wo er sich entscheidet, zu wachsen und Leute einzustellen und so weiter, ist er in dem Sinne auch wieder ein Startup. Aber er hat halt wieder eine andere Voraussetzung als wie derjenige, der ein Freelancer ist. Derjenige, der noch keinen Brand hat, derjenige, der noch keine GmbH hat, derjenige, der vielleicht noch nicht so viele Jahre Erfahrung hat, ja, wieder ein anderer, der hat nicht so ein großes Netzwerk und so weiter und so weiter. Das heißt, wir müssen einfach in diese Strategie-Calls rein. Du musst dir einfach bei mir einen Strategie-Call buchen, damit wir eben etwas tiefer reingehen können. Okay, was ist denn jetzt deine individuelle, genaue Grundvoraussetzung, deine Situation? Ja, wo stehst du denn jetzt in dem Moment tatsächlich? Es bringt also nichts. Und dafür reicht auch nicht meine kostenlose Strategie-Session für eine halbe Stunde. Also müssen wir mindestens nochmal einen Call draufsetzen, der noch mindestens nochmal 1-2 Stunden geht. Ja. Ansonsten, weil es eben so unterschiedliche, verschiedenste Facetten gibt. Und wenn du nicht genau weißt, wo du aktuell stehst, dann kann ich dir auch nicht weiterhelfen, ganz einfach. Ne? Deswegen hol dir jetzt unbedingt sofort eine Strategie-Session bei mir. Hier unten irgendwo müsstest du den Link finden dazu. Ja? Und ich will einfach nur nochmal eine Sache ganz kurz hier herausgreifen. Egal, wirklich egal, wo du gerade stehst, ja, von den ganzen Facetten, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, die ganzen Beispiele, ja, von Leuten, die mich bereits angefragt haben in der Vergangenheit, beziehungsweise andere Konstellationen gibt es ja auch noch. Ja, dann vielleicht schon wesentlich größere Firmen, aber die trotzdem noch im Startup-Modus sind. Dann musst du eines dir klar sein, dass es hier eine Unterschied, wenn hier unten der Markt ist, ja, mal angenommen, das ist ein weißes Blatt Papier, das ist jetzt der Markt, das ist quasi alles ist möglich, du könntest, egal mit wem, egal welches Projekt umsetzen, in deiner Domäne. Ja. Da musst du dir immer eines klar machen, solange du im Startup-Modus noch bist, bedeutet im Klartext, dass hier eine unsichtbare Mauer ist. Ja. Und diese unsichtbare Mauer, ja, die ist bei jedem ein bisschen anders. Aber häufig ist es so, dass du halt einfach noch keine Marktdurchdringung hast. Du hast noch keinen direkten Marktzugang, beziehungsweise geschweige denn Marktdurchdringung. Mit anderen Worten, dich kennt noch niemand. Noch niemand wirklich ist bereit, mit dir direkt Geschäfte zu machen. Einfach mal so. Ja, wir sprechen hier von IT und IT ist halt einfach etwas komplexer als die durchschnittliche Dienstleistung und das durchschnittliche Produkt da draußen, was du halt als Dienstleister anbieten könntest, theoretisch. Ja. Und es geht halt auch um viel, sagen wir mal, bürokratische Geschichten, ja, Sicherheitsgeschichten, viele, viele Dinge, ja, die im Vorfeld abgeklärt werden müssen, bevor ich einen neuen Dienstleister, in dem Fall du, onboarden kann. Da gibt es einfach viele, viele Dinge, die einfach, sagen wir mal, viele kleine Hürden, die einfach durchgenommen werden müssen, sagen wir mal so. Die dich in der Regel nicht berühren, wenn du eben noch an diesen Stufen davor bist, wenn du einfach, sagen wir mal, Subunternehmer bist. Na, dann ist es einfach alles, in der Regel ist es nicht alles so schlimm, na, weil du einfach nicht direkt mit dem ganz großen Konzern an der Spitze arbeitest, sondern einfach mit einem Subunternehmer oder mit nochmal einem Subunternehmer oder was weiß ich. Ja. Und dann gelten da, weil das einfach kleinere Firmen sind, nochmal ganz andere Regeln. Es geht alles viel schneller. Ja. Der ganze Sales-Zyklus, alles ist einfach schneller. Man kennt sich, ja, und so weiter. Also letztendlich, desto größer die Firma, desto mehr Regeln, desto länger dauert alles, desto schwieriger ist es, dort als neuer Dienstleister reinzukommen. Desto länger dauert es. Manchmal ist es vielleicht sogar unmöglich. Also letztens hatte ich eine Anfrage, ganz konkret,
Thomas, ich brauche jetzt von dir gar keine direkten Kunden oder sowas, ich brauche von dir nur Partner. Also quasi, ich will Subunternehmerstrategie machen. Und dann wurden mir 2, 3 große Konzerne genannt. In dem Fall Atos und Entity Data und so weiter. Habe ich mal kurz einen Blick reingeworfen. Ich meine, ich kenne die Firmen natürlich alle, aber mittlerweile ist Entity Data Entity Dimension. Das heißt, es ist wahrscheinlich vielleicht sogar einer der größten Läden auf der ganzen Welt. Mit zig Zertifizierungen, zig Sachen, die du bringen musst, um überhaupt mit denen irgendwie in einer Art und Weise zuarbeiten zu dürfen. Ja? Vielleicht solltest du ein paar Layer drunter gehen, ein paar kleinere, ja, Stufen drunter. Erstmal versuchen, Partner zu finden, mit denen du zuarbeiten kannst. Vielleicht Firmen, die jetzt nicht unbedingt mehrere 10.000 Mitarbeiter haben, vielleicht Firmen, die nur 1.000 Mitarbeiter haben, in Anführungsstrichen nur. Ja? Nur mal so als kleiner Tipp am Rande. Aber wenn du eben mehr brauchst, tiefer auf deine individuelle Situation zugeschnittene Ratschläge, dann bitte, um Gottes Willen, melde dich bei mir. Wie gesagt, hier unten irgendwo ist der Link. Und wenn du mehr Videos willst in die eine oder andere Richtung, lass mir einen Kommentar da, gib mir einen Hinweis, dann produziere ich eben Content hier auf YouTube öffentlich, produziere ich hier Content, ja, der für dich individuell dir irgendwie weiterhelfen soll. Dieser Content, den ich hier produziere, der soll nicht mir weiterhelfen in erster Linie, sondern soll dir weiterhelfen. Und nachdem er dir weitergeholfen hat, können wir dann ins Gespräch kommen und schauen, wie ich dir weiterhelfen kann, dass du noch weiter geholfen wird. Ja? Also letztendlich, das ist ja das Prinzip von YouTube. Ja? Also, gib dem Video einen Daumen hoch. Und dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Dein Thomas Klein. Happy Hunting. Bye bye. Ciao.